Thema Ursache und Wirkung. Ja, viele unterschätzen das Verhältnis von Ursache und Wirkung und die zeitliche Latenz, sprich, ja, was aktuell stattfindet, zu dem, wie es stattgefunden hat und warum. Ganz kurzes Beispiel, du fühlst dich gerade super, ja, deine Auftragslage ist gerade super genial und denkst dir, ja, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Die Tatsache aber, dass es dein Business aktuell sehr, sehr gut geht, basiert aber darauf, dass du dir vor 6 Monaten, vor 8 Monaten, vor 9 Monaten, vor 10 Monaten den Arsch aufgerissen hast und erst jetzt du den sozusagen die Früchte davon erntest, so langsam. Wenn du dich jetzt entscheidest, wieder das Ganze ein bisschen gemächlicher angehen zu lassen, dann wirst du eben nicht sofort, aber eben auch wiederum erst in 6, 7, 8, 9, 10 Monaten in der Zukunft höchstwahrscheinlich es die negativen Effekte davon spüren. Und das ist eben